Täglich haben sie die letzten Wochen auf diesen Tag hintrainiert. Die Strecke unberechenbar, weil der Wettkampf im sogenannten Freiwasser stattfindet. Linus Schwedler und Elea Linker kommen beide aus Schleswig-Holstein und gehören mit zu den Besten. Aufgeregt ist sie nicht. Ich schaue einfach mal, es ist jetzt relativ am Ende der Saison, es war eine lange Saison und ich schaue jetzt einfach mal, wie das geht. Habe ich mir jetzt keine großartigen Ziele gesetzt. Alle 25 Schwimmerinnen und Schwimmer gehören mit zu den Besten, sollen bei der heutigen Etappe vor Schilksee 10 Kilometer schwimmen. Wir haben ein junges Team hier am Start, ein Team, was noch viel lernen will, viel lernen muss im Werdegang. Bei den Bedingungen hier können sie es, weil das Bedingungen sind, die nicht alltäglich sind. Und da ist der Erfahrungsschatz danach deutlich größer. Darum geht es uns. 8-mal um die steinernen Wellenbrecher soll es gehen. Wichtig dabei, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Kräfte einteilen und zwischendurch genug trinken, ohne Zeit zu verlieren. Jedes Team hat hierfür sein eigenes System gebastelt, um die Schützlinge zu versorgen. Da macht jeder so ein bisschen was selbst. Einige machen das mittlerweile auch als 3D. Oder aus dem 3D-Drucker, das ist dann die Deluxe-Version. Das hier ist so ein bisschen Gartenbedarf, ein bisschen Zeitschriftenbedarf oder Stifthalter kombiniert mit so ein bisschen Bastel und Tape. Die Runden sind hart, die Wellen werden stärker. Genau das ist das Unvorhersehbare im Freiwasser. In den ersten Runden braucht noch keiner der Schwimmer etwas zu trinken, doch ab der dritten Runde. Feuertaufe für die selbstgebauten Trinkstangensysteme. Alle funktionieren. Elea Linker ist die längste Zeit an dritter Stelle. Am Schluss allerdings wird sie noch von einer Konkurrentin überholt. Sie musste hart kämpfen. Mir war tatsächlich von den Wellen sehr schwindelig irgendwann. Deswegen ist das mit der Atmung gar nicht so das Problem, sondern einfach nur so der Kopf, der sich gerade dreht. Der Schleswig-Holsteiner Linus Schwedler schafft das, was er nicht erwartet hatte. Er geht als Erster ins Ziel, schüttelt in letzter Minute noch den Italiener hinter sich ab. Ich dachte die ganze Zeit, er kommt. Ich habe die ganze Zeit nur gesehen, dass er an meinen Füßen ist. Und dachte, bitte, bitte, lass es jetzt gleich zu Ende sein. Dann habe ich nur gesehen, dass das Ponton so leicht schräg war. Dann habe ich ihn ihm keinen Raum gelassen, habe angeschlagen und dachte, dann war es das jetzt. Eine erfolgreiche 5. Etappe in Schilksee für den schleswig-holsteinischen Schwimmnachwuchs. Die letzte Etappe findet dann am 24. September in Barcelona statt.